Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut, dann pass auf, das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein, das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Finde den Spitzel des Einbrechers. In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der drei sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Wo finde ich Flavio, den Fellhändler? Oben in der Gosse. Er hat sein Haus gleich neben dem Schrein der Heiligen Flamme. Baxter, den Buchhalter. Gleich neben der Fleischerei. Schließlich führt er hier die Geschäfte. Nelson, den Kartenzeichner. Er hat seine Hütte auf dem Weg in die Gosse. Geh einfach die Treppe vom Hafen rauf. Okay. Also das ist die einzige Questreihe, von der ich denke, dass wir da irgendwie weiterkommen können. Vor allem, weil ich da eine kleine Vermutung habe auf die Belohnung. Aber da will ich jetzt nicht allzu viel verraten. Kann ich dir sagen, dass es hier mit den Einbrüchen weitergeht? Was? Hallo? Ist da jemand? Rodriguez glaubt, dass du einen Spion hast, der für dich die Häuser auskundschaftet. So, so. Und? Hast du einen Spion, der für dich arbeitet? Dieser verdammte Rodriguez. Klar habe ich einen Spion. Und wer ist es? Wenn er schlampig gearbeitet hat, wirst du ihn finden. Aber ich sag dir was, bevor du ihn an Rodriguez verkaufst, kommst du wieder zu mir. Wir werden schon einen Weg finden, diese Sache aus der Welt zu schaffen. Mach ich. Was willst du hier? Halt die Klappe. Ich wollte mit deinem Mann quatschen, weil du es ja nicht machst. Hey, Nelson, hast du meine Karte schon fertig? Ist die Karte fertig? Je öfter du fragst, desto länger dauert es. Mann. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Ein wertvoller Ring. Den habe ich von Kommandant Carlos persönlich bekommen, weil ich ihm eine Karte der Insel angefertigt habe. Meinst du diesen Ring hier? Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Eigentlich niemand. Doch warte mal. Natürlich. Mo aus der Schlachterei war hier. Er hat mir meine Lieferung Fleisch gebracht. Sonst noch wer? Der Tagelöhner Doyle hat mir einen Fisch verkauft. Und genau, Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfelle verkauft. Und das hat er alles vergessen an dem einen Tag. Ich werde dir den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Nelsons Ring. Aber ich will doch die Karte haben. Hier, ich habe deinen Ring. Oh. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ah, gut. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin doch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Boah, Alter, vielen Dank, du bist korrekt, Junge. Jetzt kann ich mich immer noch schön abrollen, wenn ich auf die Fresse fliegen würde sonst. Jetzt geh aber bitte mal aus dem Haus raus. Und da dämmert's schon wieder. Wer war jetzt noch hier? Der Fellhändler, Flavio und Baxter. Der Buchhalter. Alter, warum springt der nicht gescheit? Hui, Flavio. Meister Beltschwur verteilt jetzt Fleisch. Wunderbar. Hier, nimm diese Tränke. Das Leben hier ist ziemlich gefährlich. Vielen Dank. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Meine Felle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Wer war hier? Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen, aber ich habe ihn weggeschickt. Das waren alle. Okay, also Pavel und Doyle überschneiden sich schon mal bei der Zeugenaussage. Ah, falsche Richtung. Aber zum Glück kann ich mich hier abrollen. Juhu. Da fällt Mo schon mal aus der verdächtigen Liste raus und ist fein aus dem Schneider. Schön auf dem Kopf gelandet. Jetzt müssen wir noch Baxter befragen.
Und wenn der dann Pavel weglässt und Mo weglässt und Vasili weglässt und nur Dinger Doyle nennt, dann hat der jetzt ein kleines Problem. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wohl? Das Gold natürlich. Das Gold, das die Leute bezahlen, damit sie Fleisch bekommen. Das Gold gehört dem Orden. Und jetzt ist es weg. Und wie viel war das? Alles. Und wie viel genau, weiß ich nicht. Ich wollte gerade die Abrechnung machen, als ich den Diebstahl bemerkt habe. Wer war am Tag des Einbruchs im Haus? Dieser bekloppte Doyle wollte mir Fisch verkaufen. Er arbeitet wohl für den Fischhändler. Aber ich stehe nicht auf Fisch. Also habe ich ihn fortgejagt. Und der dicke Vasili hat Bier gebracht. Das habe ich bezahlt. Dafür habe ich ihm ein paar Stücke Fleisch gegeben. Und Mo war natürlich ein paar Mal hier. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich arbeitet er hier. Okay, also Doyle hat schon mal 3 Aussagen zur Last. Dann fragen wir doch mal den Mo, ob er was damit zu tun hat, sofern das denn überhaupt geht. Was weißt du über die Einbrüche? Hey, mir ist schon klar, was du denkst. Der Mo liefert das Fleisch aus, der steckt mit drin. Aber du irrst dich. Eure Wertsachen sind mir egal. Ich brauche nur Musik und Bier. Na schön. Ach, ich mag den Mo. Das ist ein netter Kerl. Nicht so wie der Dagel. Das ist zu riskant. Du bist zu blöd dafür. So sieht's aus. Wo finde ich denn den Vasili? Der müsste doch sicher hier irgendwo rumhängen. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ich habe Bier ausgeliefert und war in fast allen Häusern. Ist dir das von alleine eingefallen, du Schlauberger? Na schön. Wo finde ich denn irgendeinen Typen, der jetzt auch noch genannt worden ist? Pavel und Doyle natürlich. Pavel arbeitet für Flavio, hat er gesagt. Da ist Finn, weißt du was? Problem haben wir alle. Neues? Nein. Belschur, irgendwas Neues? Nun? Nein, Pavel. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Na schön. Und dann haben wir noch Doyle. Oder wurde noch irgendjemand genannt, den ich das vergessen habe? Samio. Bauer. Costa. Fuller, da war doch hier oben drin, oder? Ach. Was gibt's? Ach, sieh an. Ich will doch nur schlafen. Du sollst dich erholen, nicht schlafen. Kann das nicht noch warten? Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön. Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul und den Teil mit dem Ja, ich habe es getan? Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also. Bester Spion aller Zeiten. Alter, wenn der James Bond spielen würde, die Filme hätten sich kein einziges Mal verkauft. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Du wirst dich dem Orden stellen. Es ist besser, wenn du verschwindest für immer. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss darüber nachdenken. Bitte, verrate mich nicht an Sid oder Rodriguez. Wir werden sehen. Du wartest hier. Wehe, wenn du abhaust. Ich finde dich. Schon gut. Ich werde mich nicht bewegen. Auf jeden Fall werde ich mal mit Sid quatschen. Und mal schauen, was der jetzt zu sagen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass es allzu nett sein wird bezüglich Doyles weiterem Schicksal. Aber ich denke, an den Orden werden wir ihn auf keinen Fall verpfeifen, weil wir ja für den Don arbeiten. Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle.
Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Was hast du jetzt mit ihm vor? Er kann mir gefährlich werden. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass er verschwindet. Für immer. Du wirst das übernehmen. Wie du es anstellst, ist mir egal. Aber lass dich nicht dabei erwischen. Doyle muss verschwinden. Ja, wir sagen ihm einfach, dass er verschwinden soll. Das konnten wir ja gerade eben auch schon machen. Und dann passt das Ganze. Wo laufe ich jetzt hier eigentlich schon wieder hin? Ich muss doch hier zu Costa Rica. Und in sein Hotel einchecken. Ja. Ach, da hinten. Ich hab nachgedacht. Oh Mist. Was kommt jetzt? Ich muss noch weiter darüber nachdenken. Es ist besser, wenn du verschwindest. Für immer. Dann kannst du Sid keine Probleme mehr bereiten. Oh nein. Du willst doch nicht etwa... Du kannst doch nicht... Kann ich nicht? Warte. Ich soll verschwinden? Dann werde ich verschwinden. Ich tauche ab, verlasse die Stadt und werde nie wieder zurückkommen. Ich schwöre dir bei der heiligen Flamme, alle werden davon überzeugt sein, dass ich tot bin. Aber letztendlich hängt es von dir ab. Was ist? Habe ich eine Chance? Na, beklaut habe ich dich sowieso schon, also... Ah. Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Ich werde einen finden. Notfalls springe ich über die Stadtmauer. Das habe ich auch schon probiert, das funktioniert wirklich. Gut, ich spiele dein Spiel mit. Ich gehe zu Sid und sage ihm, dass du verschwunden bist. Sehe ich dich danach noch einmal in der Stadt, zwingst du mich ernst zu machen. Oh, danke. Ich schwöre, du wirst mich hier nie mehr sehen. Dann hau schon ab und wir haben uns für Don Esteban entschieden. Juhu. Jetzt gehe ich nochmal ganz geschwind zu Delgado, solange wir gerade schon mal hier in der Gegend sind. Weil vielleicht kann er jetzt uns irgendwie Schlösser knacken oder so beibringen. Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wir haben hinten in Sonjas Bordell einen alten Lagerraum. Dort wirst du ihn finden. Verstehe. Sprich mit dem Banditenhauptmann der Stadt. Ja, das ging ja schon ziemlich schnell auf einmal. Ich will ein besserer Dieb werden. Na, das geht nicht. Ich kann keine weiteren Diebeskills lernen von dem Typen. Aber ich kann noch mal mit allen Leuten hier, allen möglichen Leuten quatschen, vielleicht. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, nämlich die Stadt dem Don überreichen. Schön eingewickelt in buntes Geschenkpapier. Ich meine, vielleicht finden wir, ja, da haben wir jetzt ja ein paar neue Optionen, wer weiß das schon. Haben wir es ja schon des Öfteren erlebt. Was hast du vor? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Außerdem... Hau schon ab! Genau, als wir hier waren, mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig. Konnten wir noch gar nicht schleichen. Raus! Okay, wir müssen das wirklich bei Nacht machen, in der Nacht, bei Mitternacht. Ich brenne! Also einfach mal eine nächtliche Diebestour, sobald wir eben Schlösser knacken können. Und mit allen Leuten reden. Suchst du wen? Beziehungsweise nochmal reden. Weil vielleicht gibt es da ja noch die ein oder andere Erfahrung durch Reden oder interessante Dialoge. Wer weiß das schon? Hat sich ja schon das ein oder andere Mal bewährt, auch wenn es da wohl eher unfreiwillig war. Beziehungsweise ungeplant war. Aber schadet ja nichts, ne? Jetzt haben wir ja alle dafür. Genauso wie wenn wir Costa beklauen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Hallo.